Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 3. März. Heute dabei Snap, Google Assistant, Google Allo, Amazon, Amazon Web Service, Microsoft Clippy und Chevrolet. Beginnen tue ich aber natürlich mit Snap Inc., das ist die Firma hinter Snapchat, denn die hatten gestern endlich ihren lang anvisierten Börsengang in New York an der NYSE. Und ja, der war schon sehr erfolgreich. Die Aktie war mit 17 Dollar bewertet, also damit sind die reingegangen und die konnte man so zeichnen. Und dann hat es über 2 Stunden gedauert zu Börsenbeginn, bis sich der Markt auf einen Preis einigen konnte, zu dem die dann wirklich in den offenen Handel gegangen ist. Und das waren dann 24 Dollar. Also schon ja, 7 Dollar mehr, als die Aktie verkauft wurde an die ersten Investoren. Ja, und das entspricht dann einer Bewertung der Firma Snap Inc. von 33 Milliarden US-Dollar. Geendet hat der Tag dann mit einem Preis von 24,48 Dollar. Das sind dann 44% Gewinn so gesehen für die Leute, die die Aktie für 17 Dollar bekommen haben. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich beobachte das ja mit mehr als einem Auge in den nächsten Tagen und Wochen. Wechseln wir zu Google. Der Google Assistant, also hier, der auch im Google Home steckt und im Pixel und der demnächst auch auf alle Android-Phones kommt, der könnte auch aufs iPhone kommen. Beziehungsweise ist er teilweise sogar schon eventuell drauf. Jedenfalls hat ein Mann von Google auf dem Mobile World Congress in Barcelona etwas dazu gesagt und auch angedeutet, dass sie ja mit dem Google Assistant so viele Leute wie möglich erreichen wollen. Und damit hat er wohl eindeutig halt auch das iOS-Universum gemeint. Auf Betriebssystemebene können sie natürlich da nicht gehen. Da ist Siri und da wird Apple auch keine zweite Dame neben Siri dulden. Aber sie können natürlich den Google Assistant in ihre Google Apps einbauen. Und die Chat-App Allo von Google, die hat den jetzt nämlich auch schon. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Thema. Google Allo hat nämlich ein Update bekommen. Und das ist jetzt nicht nur der Google Assistant, sondern noch viel besser, nämlich erweiterten Support für GIFs und Emojis. Also man kann jetzt einfacher GIFs einführen und es gibt jetzt animierte Emojis. Also genau das, was ja jeder wollte für den, populären Messenger Allo von Google. Also ich nutze ihn nicht, ich kenne auch keinen, der ihn nutzt. Aber gut, wer ihn nutzt, der hat jetzt auf jeden Fall Spaß mit GIFs und animierten Emojis. Amazon, die haben jetzt eigentlich eine gute Sache gemacht, wie ich finde. Die haben ja riesen Warenhäuser in der ganzen Welt verteilt wahrscheinlich, aber auf jeden Fall in den USA. Und dort haben sie jetzt auf den Dächern Solarpaneele installiert. Ja, das macht durchaus Sinn. Ich meine, das sind riesige Flächen. Und das kann man durchaus machen, um sich seinen eigenen Strom zu generieren und damit ja, das Lager zu befeuern, aber auch unter anderem vielleicht die Amazon Web Services, denn die brauchen ja auch Energie für ihre Datencenter. Und damit haben wir eine elegante Überleitung zum nächsten Thema, denn die Amazon Web Services, kurz AWS, die lagen am Dienstagabend flach, also die waren gestört. Das hat unter anderem für Ausfall bei Diensten wie Slack, Trello, Quora und Business Insider geführt. Und über Stunden ging das. Die haben entweder gar nicht funktioniert oder es gab Probleme und es wurde behoben und Amazon hat sich jetzt auch entschuldigt und erklärt, was passiert ist. Und was ist passiert? Es gab wohl einen Tippfehler. Es sollten ein paar Server vom Netz genommen werden und gewartet werden und da hat jemand sich vertippt und dann sind ein paar zu viele Server vom Netz genommen worden und ja, das hat sich dann weiter durchgezogen und das ist der Grund. Aber ja, passiert. Ich finde es gut, dass sie sich entschuldigen und ich finde es super gut, dass sie dann auch wirklich erklären, woran es lag. Und nicht einfach sagen, ja, es passiert, tut uns leid. Also, Hut ab für Amazon, finde ich gut. Ich weiß nicht, ob die Älteren unter euch sich noch an Microsoft Clippy erinnern. Die Jüngeren wahrscheinlich nicht. Das war ein kleiner Assistent. Das war eine Büroklammer mit Augen, die in Microsoft Office kam und einen gefragt hat, ob sie einem helfen kann. Und dieser Microsoft Clippy, der ist nämlich jetzt zurück. Zwar nicht von Microsoft und nicht in Office,
aber als Erweiterung für Google Chrome. Im Gegensatz zu dem ursprünglichen Clippy aus dem Microsoft Office, der ja durchaus helfen konnte, ja, kann der Clippy in Chrome das nicht, der guckt einen nur doof an. Aber eventuell bringt das ja zumindest ein paar der älteren Veteranen, die hier vielleicht zuhören auch und Spaß dran haben, ein bisschen, ja, das Gefühl von früher zurück, wenn sie den doofen Clippy sich angucken können. Der war früher übrigens der erste, den man deinstalliert und weggeklickt hat. Es gab diverse Assistenten, wenn ich überlege. Es gab, glaube ich, noch einen Hund. Ja, lange ist es her. Da habe ich auch noch für Microsoft, glaube ich, mitgearbeitet. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Es geht hier um Neuigkeiten. Und die letzte Neuigkeit für heute ist Chevrolet. Chevrolet ist der erste Autohersteller, also großer Autohersteller, der einen unlimitierten Datenplan anbietet. Denn ja, die Autos werden ja auch immer vernetzter. Und zumindest mein letzter Mietwagen, das war auch ein Chevrolet, der hatte halt OnStar, 4G, LTE, Wi-Fi und einen Hotspot an Bord, der aber nicht funktionierte, weil er eben nicht bezahlt wurde. Und wenn man den bezahlt, dann konnte man da seine Daten abrufen und seine ganzen Geräte, die man so bei hat auf der Reise, damit natürlich auch vernetzen und die auch damit nutzen. Und der war halt immer limitiert. Und jetzt wird er ab dem 3. März für $20 im Monat wirklich unlimitiert sein. Damit, wie gesagt, ist es Chevrolet als erster großer Autohersteller gelungen, das anzubieten. Aber was heißt gelungen? Man muss sich ja einfach durchringen und wahrscheinlich werden die anderen Autofirmen da jetzt nachziehen. Denn gerade in Amerika herrscht ein Kampf, weil jetzt auch die ganzen Carrier wirklich unlimitierte Datenpläne ausrollen. Nicht so wie bei uns in Deutschland, die ja am Ende dann nie unlimitiert sind, selbst wenn sie so genannt werden oder in den seltensten Fällen. Aber auf jeden Fall finde ich einen guten Weg, gute richtige Richtung, denn ich brauche auch immer Daten und habe auch immer zu wenig. Ja, und mit zu wenig Daten, oder ich hoffe, ich habe noch genug, gehe ich nämlich jetzt auch ins Wochenende. Und ich wünsche euch auf jeden Fall heute noch einen erfolgreichen Freitag. Macht nicht so lang und genießt das Wochenende. Und am Montag hört ihr dann mich nicht, sondern ich glaube den Jan oder den Martin. Ich habe es jetzt irgendwie nicht gerade scharf, aber egal wer es ist, er wird euch auch mit den Tech-News versorgen. Und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.